So, und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer, zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, da spielen wir mal wieder Pokémon Schwert. Jetzt, nachdem wir eine Weile lang Pokémon Mystery Dungeon Retteten Leaks auf dem Kanal gebracht haben, ja, ist es mal wieder an der Reihe. Na gut, also ein Part Pokémon Schwert kam auch zwischendurch. Also es ist jetzt nicht so, es kamen auch andere Projekte, Deponia kam auch und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist mal wieder Pokémon Schwert dran jedenfalls. Und wir sind im letzten Part durch die Route 10. Man könnte es fast Siegesstraße von Kalar nennen, gelaufen. Und jetzt geht es in die nächste große Stadt, in die Hauptstadt, wenn man so will, von Kalar. Auf geht's. Skull City erwartet uns im heutigen Part. Let's go. Das klingt schon ganz festlich. Oh, und da ist auch Hope. Skull City. Na, wundervoll. Eine groß Hauptstadt. Die ist wirklich riesig, wie man es hier schon sieht. Es ist, ja. Und das Schöne ist, ich habe mich kaum spoilern lassen im Vorhinein. Also, ich sehe das euch jetzt. Das ist jetzt hier wirklich mein First React. Und es gibt ein Stadion, also, ja, vielleicht irgendwie, das wird wahrscheinlich der Champ Cup sein, also Stadion nicht, weil wir haben schon alle abgeschlossen. Also ja, stürzen wir mal ins Geschehen und wow, wir sind wirklich hier, Skull City, der passiert ist. Hier wird die Legende vom Hope in die Geschichte eingehen. Du weißt schon, weil ich der neue Champ der Galar-Region werde. Ich mache mich schnurstracks auf zum Stadion. Jetzt wird richtig rangeklotzt. Wir sehen uns dann beim Skull-Stadion. Zwergenfürst, bis dann. Na dann. Der lässt sich aber was entgehen. Ich werde mich nämlich jetzt hier erstmal ordentlich, ganz geschmeidig umschauen. Werde hier die Stadt erstmal in aller Ruhe erkunden. Skull City, eine Metropole, die nach den Plänen des Liga-Präsidenten Moes geformt wurde. Aha. Okay, ich rede jetzt hier einfach mit alles und allem und ja, mit jedem und allem und erkunde erstmal die Stadt, heute ein bisschen Tourismus, Shopping, ja, sowas in der Art. Ist doch toll, dass wir mit so riesigen Pokémon friedlich zusammenleben können. Das ist groß. Aha, in der Tat. Ich bin schon so auf die Dynamaxion gespannt. Noch nie irgendwo anders gesehen, oder was? Ich knipse so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich wie kleine Glücksmomente in Konserven. Aha. Ich so gar nicht. Also ich bin so gar nicht am Fotoschießen. Also Fotoschießen verstehe ich nicht. So diese Paparazzis, die ständig in den Hauptstädten immer so Fotos schießen. Also das habe ich gar kein Verständnis für. So für die Leute, die alles fotografieren müssen immer in den Städten. Das ist also, ich weiß nicht. Also was die dazu treibt, das ist ja der Wahnsinn. Diese Pantimos heißt Alex und es ist super cool. Mein Pokémon ist super fotogen. Wenn wir Selfies machen, lächelt es immer extra süß. Aha. Verlieren gehört zunehmend dazu. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Weise Worte. Und das ist eine Statue von einem Kramor. Wunderhübsch. Möchte ich mal anmerken. Eine wunderhübsche Statue. Muss man denn so machen als... Was muss man denn so machen als echter Fan? Nicht. Das ist die richtige Antwort. Nicht. Müssen tut ja sowieso... Tut man sowieso nichts. Ja. Müssen tut ihr nichts und müssen tue ich nichts. Das war jetzt zu dem Typen geredet. Ja, hier, komm. Das ist,
Ja. Trainiere lieber ein Glumanda, bis es sich irgendwann entwickelt. So wird eure Bindung stärker. Okay, ein Pokémon Center. Zu jeder Stadt, auch zu der Hauptstadt, gehört natürlich ein Pokémon Center. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Mein Team wieder geheilt. Ich habe leider auch nie daran gedacht, irgendwie andere Teams zusammenzustellen. Ja, am Brassbury Bahnhof ist was los. Das habe ich gerade schon vorgelesen. Sorry. Das ist der Bahnhof oder was? Dann ist aber ein ziemlich großer. Skor City ist so riesig. Dank der Monorail und den Flugtaxis kann man sich aber zum Glück einwandfrei zurechtfinden. Na denn, werde ich mich hoffnungslos verlaufen. Okay. Da können wir nicht ran. Ein Riesenrad. Puh. Ich hab's doch nicht so mit Höhen. Ich will eine Rundreise durch die ganze Gala-Region machen. Was gibt's da Besseres, als ein Riesenrad zu besteigen? Ja. Manche Pokémon lieben die Gleise und sorgen bisweilen für unterhaltsamen Ärger. Okay. Na, Hallöchen. Hier entlang geht es zu der berühmten Monorail-Haltestelle von Score City. Die Monorail dreht immer zu ihren Kreises in Score City. Einfach toll. Wohin möchtest du fahren? Zum Hotel La Rose Ronde? Zum Score Stadion? Das Score Stadion ist hier gegenüber. Also. Oh, man muss also die Monorail nehmen, wenn man den Rose Tor erreichen will? Scheinbar ja. Und scheinbar auch, wenn man zum Stadion will. Meine Pokémon stehen total auf Musik. Gefällt ihnen ein Song, sind sie nicht zu halten. Zickzacks. Okay, hier gibt's zu futtern. Es kommen so viele Touristen nach Score City. Da ist es wichtig, dass ich etwas für jeden Geschmack habe. Okay, Muffins oder sowas in der Art. Hier gibt's Getränke. Getränkeautomat, Tafelwasser, Sprudel, Limonade. Klassiker. Seit der ersten Generation. Na dann, man hat eine Limonade gekauft. Etwas anderes kaufen. Tafelwasser. Na komm. Ein bisschen was zu trinken für unterwegs mitnehmen. Kann nicht schaden. Sehr gut. Gut, sind wir versorgt. Hydriert euch. Na, wohin möchtest du fahren? Na gut, dann fahren wir mal. Ich muss sagen, das sind schon spitzenmäßige Animationen. Das ist wirklich umwerfend. Also die Monorail, die haben sie wirklich großartig animiert. Das ist wirklich, das ist... Natürlich. Ja. Ganz klar. Das Hotel. Also ich muss schon sagen, ich bin geplättet. Also wie sie das, wenn das umgesetzt haben, wie sie das, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Zum Score-Stadion. Der blanke Wahnsinn. Diese Vielfalt an Animation und diese wunderbare, da fehlen mir die Worte, also wie sie das umgesetzt haben, da muss man das Entwicklerteam auch mal loben. Das ist also wirklich, wie viel Aufwand, wie viele Mühen sie da reingesteckt haben, um dieses Schienensystem darzustellen und dieses, um das zu entwickeln. Also das ist wirklich aller Achtung wert. Kann man nicht oft genug sagen, das ist also, kann man auch nicht übertreiben, das ist wirklich großartige Sache. Und da kann man auch gar nicht zu Fuß hinlaufen, deshalb, ja,
Lohnt sich auch diese Monorail auf jeden Fall. Willkommen im Kampfcafé. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es zur Belohnung was Süßes. Auf Kosten des Hauses. Dann willst du es mal probieren? Vergiss es. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, reden wir nicht drüber. Das war nicht schön. Nichts, woran man erinnern sollte. Hier noch einen kleinen neuen Look für die Arena-Herausforderung. Eine neue Trainingsjacke. Oh, nice. Motorradjacke. In weiß, ja. Warum nicht? Zum Hemd. Zum Hemd passt es auf keinen Fall. Aber hat seinen Stil. Das muss man sagen. Also so in schwarz-rot so ein bisschen. Das ist, ja, hätte einen Stil. 111.300 Brücke Dollar. Ist jetzt hier nicht. Ja, diese albernen. Die roten und blauen Hosen. Ja. Ein paar Schütchen. Ein Rucksack. 79.000, ja gut. Ja, jetzt wo das Abenteuer schon fast vorbei ist, da müssen wir jetzt keinen neuen Rucksack kaufen. Nicht so. Sportkappe, ja, ich kann hier keine Sportkappen tragen. Mit dieser Frisur. Ja, da trage ich weiterhin die ist glaube ich am besten. Die zeigt es schon am besten. Handschuhe. Halbhandschuh. Ach, für ein Paukballhand. Ja, kann man mal investieren. Nicht grundverkehrt. Karamell, ein Braun, ein Rot, Schwarz. Ja, wenn schon Schwarz. Na komm, 12.000. Das investieren wir. Leder, Halbhandschuh. Sehr nice. Und dann jetzt hier noch. Meinst du, gönnen wir die uns? Also wenn dann Schwarz. 111.000. Da ist dann unser Geld auch alle. Da können wir dann müssen wir uns ein bisschen was aufheben für Tränke und Beleber. Weil so viel kosten die nicht. Ja komm, gönnen wir uns. Sind wir heute mal nicht so gewagt, aber ja. Echt nicht schlecht. Ist ein Stil, den kann man so anziehen. Muss man nicht, kann man aber. Achso, ja, hier im Hemd hier das. Okay. Ich hoffe, ich habe die Karte aktualisiert. Liga-Karte. Schauen wir uns mal an. Nee. Dann müssen wir den Look noch aktualisieren. Na, es geht aber so nicht. Müssen wir noch was anderes anziehen? Oh nein. Was ist das ganze Outfit hier? Sekunde. Also die Liga-Karte nochmal aktualisieren. Jetzt können wir auch hier eine aktuelle Uniform anziehen. Ach nein, ich gehe im Zivil da rein. Sporthandschuh. Ja gut, jetzt habe ich mir den Leder-Helbhandschuh gekauft. Jetzt brauche ich da nicht. Ja. Sporttasche haben wir schon. Sportschuhe. In Braun, ja, passt zu mir irgendwie, aber kann man sogar welche aussuchen. Unlicht. Ja. Drache. Und Drache passt irgendwie zu dem Rest, den ich mir so geplant habe.
Sportstrümpfe. Ich stelle mir das jetzt hier zusammen. Ja, Drache, warum nicht? Unlicht, oh nein. Nimm ich doch lieber Drache. Designer Jeans, na. Nicht die Skinny Hose, sondern die Trainingshose, die hatten wir. Yo. Motorradjacke. Und darunter hier das schöne, das Rothemd. Sehr gut. So muss es sein. Hier gerade aktualisieren. Ja, mit den roten Schuhen sieht so ein bisschen päpstlich aus. Aber gut. Ninja-Karte. Nice. So sieht ein Kämpfer aus. Nicht. Aber gut. Hat schon Stil. Also, na gut. Damit kann man aufbrechen. Das sieht doch nach einem Champion Cup. Speziellen Dings. Outfit aus. Ja, hier wäre noch mal ein Friseur, aber... Nein, danke. Ich bin mit der roten Frisur zufrieden. Okay, jetzt sind wir hier zu Fuß hingelatscht zum Hotel. Ja, diese Wege könnte man auch mit der Bahn zurücklegen, aber geschenkt. Mal am Ufer vorbeilaufen. Ein Match vom Champ. Ah, da sehen wir die Wayer. Alles klar. Okay, ist das hier wieder ein Weg zurück oder wo latschen wir jetzt hier lang? Eine kleine Abkürzung, ja. Nee, ist klar. Eine kleine Abkürzung, was. Eine hübsche Abkürzung, das Wasser. Nur hier mal beim hübschen. Ja, wenn das kein Bild der Götter ist. So mit dem Tower dort und dem Riesenrad. Ist wohl klar, woran diese Hauptstadt hier anlehnt. Woran das sich hier erinnern soll. Ist natürlich in einem glasklaren Hommage an London, die englische Hauptstadt London. So muss das. Ja, hier wieder Stadion. Ja, können wir gleich mitfahren. Das wäre eine gute Abkürzung zum Stadion. Das Kramermobil können wir auch mal ausprobieren. Flugtaxi für Score City zum Score Stadion. Ja, das können wir auch mal ausprobieren. Jetzt gehen wir aber hier erstmal rein ins Hotel. Wow! Dann bleibt mir ja die Spucke weg. Ein piekfeines Hotel. Diesmal sind wir nicht im Privatjet, sondern auf einem Wasserkiel nach Ghana geflogen. Die Reise war, gelinde gesagt, etwas anstrengend. Aber sonst... Ich reise gerne auf meinem Wasserkiel. Hört nicht auf meine Frau. Sie hat wirklich an allem etwas auszusetzen. Okay, Gramo, Kles. Wir Porträts haben es nicht leicht. Sieht ihr die ganzen Leute an dich hinein und ausgehen? Und trotzdem darf ich mir keinen einzigen Fehler erlauben. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenigstens haben wir Pokémon, die uns bei der Arbeit helfen. Peak-Fan-Leute hier im Peak-Fan-Hotel. Na, dich kenne ich doch irgendwoher. Ich bin auf Einladung von Makrokosmos hier, um mir eigene Matches anzusehen. Einige Matches. Ein Match wird gleich viel interessanter, sobald Promis im Publikum sitzen. Ja, oder nicht? Na denn, so viel Geld habe ich wahrscheinlich nicht. Wir freuen uns, Sie im Laros Monet willkommen heißen zu dürfen. Bitte fühlen Sie sich ganz zu Hause und genießen Sie unseren weltberühmten 5-Sterne-Service. Ja, nee, ist klar. Gerade stehen vornehm lächeln, auch wenn der Schuh noch sehr drückt. Aha. Ich gehe meinen Beruf als Empfangsdame mit den professionellsten Ansprüchen an. Ich helfe Menschen wie auch Pokémon selbst, wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Ja, Leute, was ich von solchen Hotels halte. Naja,
Also ich bin schon grundsätzlich ein Freund von Hotels. Also da bin ich jetzt, habe ich jetzt nichts dagegen. Also das finde ich immer sehr reizend. Okay, ins nächste Geschoss können wir nicht. Schade. Nur wenn wir teures Geld bezahlen oder was. Ja, werden wir vielleicht jetzt schon nochmal eingeladen. Ja, also wie gesagt, Probleme mit Hotels habe ich jetzt nicht. Also im Urlaub finde ich es immer wieder schön, in Hotels unterzukommen. Aber solche Paläste jetzt hier, das ist also wirklich, ja. Ihr kennt es vielleicht aus meinen Sidevlogs, die ich aus meinen Urlaubstagen zeige. Aber ja, wir probieren jetzt mal das Kramau-Ding jetzt. Flugtaxi zum Stadion. Bitte einmal zum Stadion. Okay, fliegen wir los. Kramer. Und da wären wir. Sag Bescheid, falls du uns wieder brauchst. Auch wundervoll animiert. Ja, muss man sagen, der Anfang hier, das Starten, das Hochfliegen, das ist schon nicht schlecht. Aber naja, jetzt hätten sie auch mal ein bisschen schade. Hier gibt es offizielle Fanartikel. Liga-Karten haben wir auch. Okay, und die kann ich nicht kaufen. Schade. Ich suche eine seltene Liga-Karte, aber sie ist überall vergriffen. Heute ist das optimale Wetter für ein Match. Das sage ich zwar bei jedem Wetter, aber das Stadion hat sowieso ein Dach. Also egal. Jeder Fehler, den ein Challenger macht, wird sofort von Tausenden von Fans gesehen. Oh, da muss ja nervös werden. Die müssen Nerven aus Stahl haben, dass sie das unbeirrt weitermachen können. Eigentlich habe ich gar keinen Durst, aber wenn ich diese Säfte so ansehe, kriege ich welchen. Pokémon Snacks, Pokémon Getränke, was darf es sein? Wir können hier wirklich nichts kaufen, das ist ja traurig. Es ist doch immer schön zu sehen, wenn jemand auch noch normales Essen seinen Spaß hat. Und da war Team Yell, oder wer ist das? Jetzt zeigen wir von Team Yell euch mal, was wir alles so können, wenn wir nur wollen. Ja gut, dann sieht es wohl so aus, als hier gibt es noch ein Pokémon-Center. Können wir mal reingehen in meinen Pokémon heilen. Weil wenn wir K.O. wären, werden wir das Pokémon-Center wieder zurückgeschickt. Das ist halt schon sinnvoll. Dann kaufen wir noch ein paar Tränke und dann geht's wahrscheinlich im nächsten Part dann in die Score City Arena zum Champ Cup. In die Vorrunde oder wie auch immer das läuft. Ja, am Busway-Bahnhof läuft was. So, hier ein paar Tränke kaufen. Ein bisschen was an Geld haben wir noch. Supertrank haben wir 0. Na dann. Ja, 15 dürfen es schon sein. Ordentlich reinhauen. Und wenn wir für irgendwas was brauchen, dann dafür. So, auch hier 15 draus machen. Oh, 16. Habe ich mich verzählt. Schadet nicht. Na, dann gönne ich mir hiervon noch 5. Sehr gut. Und dann gehen wir hier für unser Geld aus. Okay, 5000 haben wir noch, bis wir pleite sind. Okay, 2 können wir noch. Bravo. Ja, das, was wir halt haben. Alles ausgeben. Verlieren dürfen wir nicht, weil dann können wir uns das nächste nicht mehr leisten. Gut. Dann wird hier mal kurz durchgespeichert. So, und mit dem Team, was ihr da seht, geht's dann gleich im nächsten Part in die Arena. Was wird hier gesagt? Glurax deiner Band. Deiner Brand. Unterscheidet sich von dem aller anderen Pokémon. Anfangs war eigentlich nur mein Sohn ein Fan von Deleon. Aber ich fürchte, jetzt habe ich mir das Deleon-Fieber auch erwischt. Solange es kein Corona ist. Meine Schwester singt den ganzen Tag lang nur das Deleon-Fanlied. Okay. Und ihr so? Willkommen, Challenger. Gib alles.
Ich habe immer alles gegeben. Wie kommt schon denn? Lass es noch einmal so richtig krachen. Das werde ich. Und zwar wahrscheinlich erst im nächsten Part, aber wir begeben uns schon mal in die Arena und hauen wir rein. Na dann, let's go. Das ist die Arena. Rein geht's. Da wären wir im Skor-Stadion. Liga Hauptquartier. Da ist auch schon Hob. Der Empfang ist der hier. Ich war der allererste Challenger, der sich angemeldet hat. Ist das nicht cool? Aber ich bin nicht der allererste, sondern auch der allerbeste. Hab ich recht? Nee, ich bin der allerbeste. Oh, das ist doch Zwergfürst. Da feuert mich niemand an. Du bist Challenger Zwergfürst, richtig? Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber noch prüfen, ob du alle Orden in deinem Besitz hast. Ich bin sowas von bereit, endlich vor allen Leuten gegen dich zu kämpfen. Bettis wurde ja letzten Endes disqualifiziert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wie auch immer, Gottschweinfürst, lass uns in den Wartebereich gehen. Wurden meine Ohren schon kontrolliert? Aha. An alle Trainer, die Arena Challenge bestanden haben, das Vorturnier fängt gleich an. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Gut, okay, jetzt sind wir hier schon in einer ausgewählten. Jetzt dürfen wir natürlich nicht mal mit den Leuten. Ach, können wir uns hier hinsetzen? Oder hier ein bisschen trainieren? Muckis trainieren. Bisschen Zackboxen. Jo. Bevor es losgeht. Entschuldige, aber hier haben nur befugte Personen Zutritt. Oh. Hier kann ich nochmal wohin? Ah, hier kann ich raus. Okay. Aber hier ist halt so der Wartebereich. Hier werden wir. Jo, hier setzen wir uns hin. Hier werden wir so vorbereitet, bis es losgeht. Ja, jetzt in einem abgesteckten Wartebereich für die Challenger. Na dann. Können wir uns bis zum nächsten Part nochmal offscreen ein bisschen sammeln und alle unsere Kräfte zusammennehmen und im nächsten Part dann geht's ums Harte, geht's um die Wurst, dann geht's rein in das Vorturnier für den Champ Cup. Da bin ich mal gespannt, was uns da so alles erwartet. Bis dahin, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und Glöckchen aktivieren, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich habe es euch gerade gesagt und ja, ich bin schon mächtig gespannt auf den nächsten Part. Ihr hoffentlich auch. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.